So, das ist ein Ölgemälde von Heinz Kroh von 1942, was extrem verschmutzt ist. Was wir hier sehen, ist reiner Nikotin. Und unter dem Nikotin liegt noch ein krepierter Firnis. Dieser Firnis ist stark vergilbt. Er enthält Dammerharze, die Lignine enthalten und die sind im Laufe der Zeit gelb geworden. Ölgemälde darf man nur in kleinen Bereichen reinigen und nicht großflächig mit Chemikalien oder mit Schwämmen, weil sonst Chemie und Restablagerungen in die Bilder eingewaschen werden, die zu späteren Ablatzungen der Farbe führen können und die Grundierung schwächen. Die erste Probe war in diesem Bereich. Hier ist auch schon der Firnis abgenommen, deswegen ist der Blauton noch heller als der Ton. Hier ist jetzt nur der Dreck abgenommen und später wird der Firnis auch noch abgenommen. Dann hat man wieder zwei gleiche Blautöne. So stark ist der Nikotin- und Teerverschmutzung. Stopp.